Ja, liebe Wassersportfreunde und Funkfreunde, heute wollen wir uns einmal dem Thema der Rauschsperre widmen. Für uns als Wassersportler ist das Thema der Rauschsperre explizit in den Themenbereichen UBI, SRC und LRC von Bedeutung. Dieses Video könnten sich aber unter Umständen auch Leute angucken, die nicht unbedingt was mit dem Wassersport zu tun haben, weil die sogenannte Rauschsperre oder im Englischen Squelch natürlich auch in allen anderen Fachgebieten benutzt wird oder das Wissen darüber benötigt wird, in denen man mit dem Funk aktiv ist. Das könnten beispielsweise Amateurfunker sein, das könnten Betriebsfunker sein. Ich weiß nicht, ob wir sowas im Flugfunk haben, da haben wir es garantiert auch. Und darum wollen wir uns mal damit beschäftigen, was ist eigentlich die Rauschsperre, im Englischen Squelch. Was macht die genau und warum wird bei der Prüfung beispielsweise zum SRC, zum LRC oder zum UBI so ein großer Wert darauf gelegt, sowohl im Praktischen als auch in der Theorie, dass man weiß, was die Rauschsperre eigentlich macht? Naja, damit wir erstmal wissen, was die Rauschsperre ist, hören wir uns am besten einfach mal an, wie es klingt, würde man heutzutage Funkgeräte benutzen und es hätte den Erfinder der Rauschsperre nicht gegeben, sprich die Rauschsperre würde uns nicht zur Verfügung stehen. Das würde dann so ungefähr aussehen, dass jemand funken würde. Man würde also etwas in das Funkgerät reinsagen, dabei senden, das tue ich gerade. Und in dem Augenblick, wo wir die Taste zum Senden loslassen, würden alle, die uns zuhören, nicht Stille hören, sondern... Das wäre natürlich ganz schön nervig, dass sobald jemand aufhört zu funken, wir immer ein so geartetes Rauschen hören würden. Damit das nicht passiert, gibt es die Rauschsperre. Die Rauschsperre sorgt dafür, dass wir, wenn wir am Funkgerät Funkverkehr zuhören und die Gegenseite aufhört zu senden, nicht mehr das Rauschen hören, sondern Stille haben. Schon besser, oder? Denn das wäre ja ganz schön nervig, wenn wir jetzt auf dem Boot sitzen, das Funkgerät ist unten an, in der Funkecke, Navigationsecke und wir würden die ganze Zeit so ein Rauschen hören. Das macht die Rauschsperre. Die Rauschsperre ist einfach dafür da, damit wir dieses Rauschen nicht ständig um uns haben, weil das würde uns ja fertig machen. Jetzt müssen wir erstmal wissen, woher kommt dieses Rauschen. Dieses Rauschen ist ein sogenanntes atmosphärisches Grundrauschen. Egal auf welcher Frequenz wir uns befinden, ob im Flugfunk, UKW, Langwelle, Kurzwelle, vollkommen egal, eigentlich gibt es auf jeder Frequenz ein sogenanntes atmosphärisches Grundrauschen. Das setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen, aus Überschlägen aus anderen Frequenzen von tatsächlichem Funkverkehr, aus atmosphärischer Strahlung, aus Sonnenwindaktivität, aus diversen Sachen, die wir vielleicht auch noch gar nicht in unserem Universum alle ergründet haben. Auf alle Fälle ist dieses Rauschen da. Und es ist natürlich ein sehr schwaches Signal. Wir gucken uns mal eine Frequenz an. Irgendeine Frequenz. Das hier ist nun unsere Frequenz. Und hier male ich jetzt mal einen Signalstärkebalken. Ja? So ähnlich wie man den vom Computer kennt. Prozentual gesehen, wenn jetzt ein Funk Spruch reinkommt, dann hat der eine bestimmte Kraft oder eine bestimmte Leistung oder einen bestimmten Ausschlag, mit dem er bei uns eingeht. Ich sag mal, ein mittelschweres Signal, was bei uns eingehen würde, hätte dementsprechend so eine 50% Stärke. Ein Signal, was sehr nah bei uns ist und natürlich vielleicht auch im Nebenraum ist und eine sehr hohe Stärke benutzt zum Senden, sehr hohe Sendeleistung, das würde vielleicht mit 100% bei uns eingehen. Das atmosphärische Grundrauschen allerdings ist immer da. Das atmosphärische Grundrauschen hat eine sehr geringe Signalstärke im Vergleich zu allen Brauchfunksignalen. Also sagen wir mal, es gibt immer eine atmosphärische, das ist jetzt übertrieben, aber ich stelle das mal so dar, damit es klar wird, was die Rauschsperre macht. Wir sagen mal, auf dieser Frequenz, egal welche das jetzt ist, haben wir ein atmosphärisches Grundrauschen von 25%.
Idealerweise, wie würden wir unsere Rauschsperre also einstellen? Denn die Rauschsperre ist nichts anderes als eine Art Widerstand, die vor den Lautsprecherausgang unseres Funkgeräts geschaltet wird. Das heißt, ohne Rauschsperre würden diese 25% Rauschen immer an den Lautsprecher durchgeleitet werden. Und durch unsere Rauschsperre, durch diese kleine Squelch-Taste, da würden wir das jetzt so einstellen, dass wir kurz nachdem das Rauschen erklingt, hier unsere Rauschsperre setzen würden. Ich nenne das mal SQL für Squelch. Bei 26% als Beispiel, was würden wir nur noch hören? Wir würden nur noch alle Signale hören, die einen Pegel größer als 26 oder größer gleich 26% haben. Sprich, das Rauschen wäre weg. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Gefahr der Rauschsperre. Wir waren jetzt hier auf unserer Frequenz, unsere Frequenz 1, sag ich mal. Jetzt schalten wir auf einen anderen Kanal an unserem Funkgerät. Hinter diesem Kanal verbirgt sich die Frequenz 2. Auf der Frequenz 2 ist das Grundrauschen nicht so stark wie auf unserer ersten Frequenz. Sprich, wir haben hier vielleicht nur ein Rauschen von 12%. Wenn wir nach einem Kanalwechsel an dieser Stelle also nicht den Squelch neu einstellen würden, weil wir auf einen neuen Kanal gewechselt haben, dann könnte das nun dazu führen, dass vielleicht in diesem Bereich, den wir jetzt immer noch totgeschaltet haben, denn unsere Rauschsperre steht nach wie vor auf 26%, dass hier eventuell ein Signal tatsächlich vorliegt, was ein Brauchsignal ist. Also regulärer Funkverkehr, der entweder mit einer sehr geringen Sendeleistung oder aus sehr großer Distanz abgewickelt wird. Was würde passieren, würden wir den Squelch jetzt hier eingestellt lassen? Naja, wir würden dieses Signal nicht hören. Und das könnte ein wichtiges Signal sein, zum Beispiel ein Notsignal oder ein Distress Call, ein Dringlichkeitscall oder ein Security-Anruf oder laufender Funkverkehr. Wir würden also annehmen, auch wir hören gerade nichts, denn wir hören ja nur alles, was über 26% stark ist. Und deshalb würden wir vielleicht anfangen, Funkverkehr zu initiieren und durchzuführen. Und das würde dazu führen, dass wir dieses Signal wiederum, in dem Augenblick, wo wir vielleicht mit einer höheren Sendeleistung auf Sendung gehen, komplett zerstören würden. Und auch andere könnten dieses Signal nicht mehr hören. Das wäre fatal, wenn es sich bei diesem Signal vielleicht gerade um einen Notruf handelt von einem Schiff, was sich gerade in Seenot befindet. Aus diesem Grund wird in der Prüfung sowohl im praktischen Teil als auch im theoretischen Teil ein sehr großer Wert darauf gelegt, dass die Rauschsperre jeweils immer richtig eingestellt wird. Von daher, grundsätzlich gilt, nicht nur in der Prüfung, bevor Sie nach einem Kanalwechsel oder nach einer längeren vergangenen Zeit Funkverkehr durchführen, stellen Sie erst sicher, dass die Rauschsperre richtig eingerichtet ist. Denn nur dann ist sichergestellt, dass wenn die richtig eingerichtet ist, als Beispiel hier, das wäre der richtige Punkt, also bei 13% sage ich mal, dass wir auch wirklich alles hören, was oberhalb des Grundrauschens liegt. Denn es kann auch mal passieren, dass während der Fahrt auf einem Schiff jemand an dem Funkgerät rumfummelt, gar nicht böse gemeint, aber vielleicht an die Rauschtaste, an die Rauschsperrenregler kommt oder an die Taste kommt, was dann dazu führen würde, dass wir, angenommen die Rauschsperre wäre völlig falsch hier oben eingestellt, alles was hier drunter liegt nicht mehr hören würden. Und das würde dazu führen, dass wir unter Umständen laufenden, regulären Funkverkehr anderer stören. Und darauf ist eben zu achten, dass wir das nicht tun, weil wir die Rauschsperre jedes Mal richtig einstellen. Das, was wir hier sehen, das ist bei den meisten Geräten der Fall und persönlich mein Liebling. Es gibt nämlich zwei Arten der Rauschsperre, genau genommen sogar drei. Es gibt einmal die manuelle Rauschsperre. Das können Sie daran erkennen, dass Sie an einem Funkgerät, zum Beispiel bei den meisten ICOM-Geräten ist das der Fall, ein Rad vor sich finden, was Sie drehen können, frei drehen können durch Ihre eigene Handbewegung. Diese Rauschsperre kann man dann so lange drehen, bis man wirklich Zentimeter, Millimeter genau bei 12% Rauschen auf 12,1% Pegel für den Lautsprecher ankommt. Also wirklich sehr granular das einstellen kann. Und das hat zur Folge, dass wir das Gerät optimal abstimmen können. Es gibt noch einen zweiten Bereich,
oder eine zweite Art der Rauschsperre, die sogenannte digitale Rauschsperre. Die arbeitet mit einem bestimmten Raster von Schritten. Zum Beispiel gibt es da die Stärke 1, die Stärke 2, die Stärke 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also als Beispiel, da kann man nicht selber von Hand einstellen und granular sagen, ich möchte genau so viel Rauschsperre oder genau so viel Rauschsperre. Nein, da gibt es vorgefertigte Raster. Und auch wenn es nicht ganz so schlimm ist und man auch die anständig einstellen muss natürlich, ich persönlich bin ein Fan der manuellen Rauschsperre, denn wir sehen hier in so einem Raster als Beispiel, wenn ich hier das Rauschen nicht haben möchte als Beispiel, dann muss ich, weil hier das Rauschen noch aktiv ist, auf Raster 2 gehen. Wenn sich genau in diesem Rasterschritt jetzt wieder Brauchfunkverkehr abspielt, dann ist das kritisch, weil ich den unterdrücke. Die dritte Art der Rauschsperre ist die automatische Rauschsperre, die in meinen Augen auch manchmal Fehlergebnisse liefert, weil sie sich automatisch den Punkt auswählt. Ist also ein elektronischer Bauteil, der sagt, okay, das ist Grundrauschen, das hier ist jetzt tatsächlicher Funkverkehr. Und dann die Rauschsperre so einstellt, dass man nach Möglichkeit nur noch Brauchfunkverkehr hören sollte. Daher meine Empfehlung, wenn Sie sich ein neues Funkgerät kaufen, achten Sie darauf, dass es eine manuell einstellbare Rauschsperre gibt, sprich eine Rauschsperre, die so einstellbar ist, dass sie wirklich granular selber eingestellt werden kann, sodass sichergestellt ist, dass Sie keine Brauchsignale unterdrücken und Ihnen kein Funkverkehr verloren geht. Ja, ich hoffe, ich konnte die Rauschsperre ein bisschen erläutern für Sie. Generell ist es so, wenn ihr Fragen habt, schreibt die bitte unter das Video drunter. Wenn es Themen gibt, die euch interessieren, schreibt die bitte unter das Video drunter. Abonniert unseren Kanal und ich wünsche weiterhin viel Spaß auf dem Wasser und natürlich auch beim Funken. Macht's gut!